nochmal? Naja, einiges beim FC Bayern, wie bei anderen Mannschaften auch, nach dem zweiten Spieltag. Man muss sie erst finden, man hat neue Spieler dabei. Aber was mir halt gerade bei Bayern jetzt natürlich ja letzte Woche beim Heimspiel gegen Gladbach, was mir da aufgefallen ist und auch gestern wieder, dass Bayern einfach viel aus dem Stand spielt, das Spiel viel zu langsam spielt und keine großen Überraschungsmomente sind. Schweinsteiger, viele Pässe, so wie wir es auch in der Situation gesehen haben, über 5 Meter quer und zurück spielt. Dass Rafinha gerade gegen Gladbach dann das Spiel, was ich über 90 Minuten gesehen habe, live im Stadion, ab der Mittellinie nicht mehr nach vorne darf. Auf jeden Fall ist er an der Mittellinie stehen geblieben und dass du einem Spieler so die Stärken dann nimmst. Und das hat mich ein bisschen verwundert. Und das war gestern dann auch so, gerade diese Szene, wo wir jetzt gesehen haben, sie schieben sich einfach den Ball nur zu, so Sicherheitspässe. Ballbesitz super, aber die Effizienz davon, die ist relativ wenig. Das ist das, was ich auch in der Bundesliga erwarten möchte. Nicht nur, weil ich Reporter bin und möglichst schönes Spiel Samstags sehen will. Das gehört sich einfach für die Zuschauer. Und was ich jetzt hier, ihr habt eine Minute oder zwei von den Bayern eingespielt, was ich da gesehen habe, das ist pure Langeweile. Das ist Ideenlosigkeit. Das ist die Restschuld von Van Gaal. Die ist noch nicht ganz getilgt. Sicherlich nicht einfach für Heinkes, diese schematischen Dinge aus dem Kopf zu bringen. Es war in der letzten Saison so eine Mode, den Ballbesitz einzublenden und über möglichst viel Ballbesitz zu verfügen. Das war dann schon eine sehr positive Spielcharaktereigenschaft. Das Ding kommt gerade völlig zurück, weil es trägt eigentlich nur zur Langeweile bei. Da muss ein Umdenken stattfinden und da sind zuerst die Bayern gefordert. Das, was ich hier sehe bei den Bayern, ist im Moment kein moderner Fußball. Der FC Bayern, bei dem es ja in der Regel außer Ottmar Hitzfeld kein Trainer in den letzten 10 Jahren länger ausgehalten hat als 2 Jahre, der erfindet sich immer über den Trainer. Und das System ist immer das, was der Trainer mitbringt, vermeintlich. Die erfolgreichen Mannschaften, wenn man auf die Bundesliga-Tabelle das nach 2 Spieltagen guckt, Mainz und Hannover, aber vor allem die international erfolgreichen Mannschaften wie Barcelona, verfügen über ein System, das sie bis in die Jugend haben und suchen sich den Trainer danach, nach diesem System. Das ist der entscheidende Unterschied und deshalb kann man die Bayern zu diesem Stadium der Saison auch in Schutz nehmen. Der Heinkes hat angefangen, hatte zunächst mal kaum jemand da, weil die alle noch im Urlaub waren, und muss jetzt versuchen, sein System auf diese Mannschaft zu übertragen. Und zu Van Gaal muss man noch mal sagen, also wir haben ja alle sozusagen Standing Ovations gegeben in der ersten Van Gaal-Saison. Ja? Da hat einer sein System mitgebracht und hat das zu einer Reife geführt, die uns alle, jedenfalls auch in der Champions League, gelegentlich den Atem hat stoppen lassen. Jetzt ist plötzlich die Marschrichtung möglichst wenig Van Gaal oder nur noch ein bisschen Van Gaal. Und was Thomas gesagt hat, ist völlig richtig. Letzte Saison hieß es Ballbesitz, da haben wir all diese schönen Statistiken bekommen. Ich glaube, diese Saison gibt es ein neues Phänomen. Laufkilometer. Etwas andere Richtung einschlagen. Ich habe das Spiel in Braunschweig gesehen im DFB-Pokal, wo die Bayern da ganz souverän gewonnen haben. Und ich fand es faszinierend, das war auch ein langsames Spiel über weite Strecken, aber ich fand es faszinierend, dass die Bayern es geschafft haben, in jeder Drangperiode der Braunschweiger, wo auch die Fans mal plötzlich irgendwie dabei waren bei diesem Spiel, mit ihrer Ballbesitz-typischen Art zu spielen, das Tempo rausgenommen haben und plötzlich dann die Entscheidung herbeigeführt haben. Und das fand ich extrem beeindruckend. Gesagt, das ist eine überragende, klasse Mannschaft. Da liefen zwar die Abläufe Außenverteidiger, äußerer Stürmer noch nicht so. Philipp Lahm hat wieder die Seite gewechselt. Rafinha ist dazugekommen auf der rechten Seite. Das hat noch nicht so gut funktioniert. Aber diese Art des Ballbesitzes hat auch alles beruhigt. Und ich glaube, dass es auch eine taktische Marschroute war gestern in Wolfsburg. Diese Euphorie in Wolfsburg, dieser Powerfußball, den Felix Magath natürlich auch anschlagen wollte gegen die Bayern, den zu beruhigen und dann eiskalt zuzuschlagen. Und am Ende, Mario? Mit dieser Klasse dieser Spieler erwarte ich mir, wenn ich schon 60% Ballbesitz habe, dann erwarte ich mir zumindest mal mehr wie 2 Torschüsse. Kommt nicht auf die Quantität des Ballbesitzes an, weil wir jetzt alle 60%, 65%, sondern auf die Qualität des Ballbesitzes. Und Mirko Slomka ist ja nun auch ein Trainer, der ja im Prinzip gegen den eigenen Ballbesitz arbeitet. Der sagt ja, ich will, wenn wir den Ball erobert haben, dass ihr spätestens nach 10 Sekunden zum Abschluss kommt. Ich will genau das nicht. Ich will Explosivität und ich will Abschlüsse. Und so wie die Bayern gespielt haben, ist es in der Tat schon deswegen nicht Bayern-like, weil den Ballbesitz, den die Bayern ausüben und diese vermeintliche Dominanz, das ist eigentlich eher Ängstlichkeit. Solange wir den Ball haben, kann der Gegner nichts machen. Aber wenn ich mit einem Ribéry und mit einem Müller und mit einem Gomez in der Spitze nicht versuche, pausenlos Power zu machen, Tempowechsel, Rhythmuswechsel und einen Gegner auseinanderzunehmen, sondern
wenn ich mich damit zufrieden gebe und eine Minute 30 den Ball von links nach rechts schiebe. Da muss man sich wirklich fragen, ist das das, was der FC Bayern will und ist das auf Dauer der Fußball, mit dem der FC Bayern sich die Schale zurückholen kann? Ich glaube eher nicht.